Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von Jörg, Joggler 66, Stunde der Wahrheit. Wie ihr gerade eben an dem Bild hier gesehen habt, läuft meine Desktop-Kamera, die jetzt auf dem neuen Computer wunderbar funktioniert. Wofür ich mich nochmal bedanken möchte, für die paar wundervollen Beiträge, die ich von Leuten bekommen habe, die meine Arbeit unterstützen möchten, dass ich mir diesen neuen Computer anschaffen konnte, dass ich meine Arbeit qualitativ in guter Art und Weise fortsetzen kann. Heute haben wir den 13. Februar 2018, also ich mache eben zwischendurch auch immer mal, ihr wisst ja, ich lade im Augenblick die verborgene Geschichte der Jesuiten hoch, aber ich mache zwischendurch auch immer mal aktuelle Videos. Und dieses Video ist sehr aktuell, da ich letzte Woche ein Paket aus Deutschland bekommen habe von zwei wunderbaren Menschen, die ich nicht kenne. Wieso sind sie dann wunderbar? Na, weil sie mir ein Paket geschickt haben, unter anderem mit einer fantastischen, nagelneuen Bibel von Martin Luther, 1545er Edition, in einem wunderbaren Hardcover-Druck, die ich einfach herrlich finde. Und ich beschäftige mich in der letzten Zeit ja sehr, sehr viel mit Luther. Das ist nicht unbedingt deswegen, dass ich jetzt ein absoluter Luther-Fan bin. Luther hatte seine Fehler und oh, das ist mir deutlich geworden, obwohl ich das noch weiter verfolgen muss, die Lesung von Tom Fress, der das Buch von Luther über die Konzilien und die Kirche ganz ausgelesen hat jetzt. Das muss ich mir noch anhören. Da sieht man immer noch, wie viel römische Hefe in Luther verblieben ist, wie viel Falschlehre, selbst bis zum Ende seines Lebens. Aber wie auch immer, ich wurde ja schon mal ein paar Mal darauf angesprochen, doch mal bitte ein Buch zu machen, ein Buch zu machen, eine Lesung zu machen über dieses Thema. Martin Luther von den Juden und ihren Lügen. Und ich habe das bis jetzt immer ausgestellt, weil ich A, nicht das Buch in einer vernünftigen Form vorliegen habe, und das habe ich noch immer nicht. Deswegen geht dieses Video im Grunde auch nicht darüber, um das Buch von Martin Luther von den Juden und ihren Lügen vorzulesen. Aber ich war immer der Überzeugung, dass dieses Werk von Luther entweder verfälscht ist oder auf jeden Fall nicht von ihm ist, sondern dass das jemand anders in seinem Namen geschrieben hat. Nun könnt ihr sagen, ja Jörg, jetzt bist du aber langsam schizophren. Das weiß ich nicht. Also, ich habe jedenfalls von diesen zwei Leuten aus Frankfurt kommen die, die mir dieses Paket geschickt haben letzte Woche, ein Paket bekommen mit wundervollem Buch, auch von Rosenius, wo ich auch noch Videos von machen werde, ganz toll, und die Bibel da drin und noch ein paar kleinere Schriften darin, unter anderem auch der Katechismus von Luther, den ich absolut verwerfe, weil der in den 10 Geboten die katholischen Gebote enthält, die aus dem Katechismus, und nicht die 10 Gebote aus der Bibel. Das zweite Gebot zum Beispiel ist da nicht drin. Aber wurscht, einen Tag später, also ich habe dann einen Dankesbrief geschrieben an die Leute, weil ich habe mich da wirklich unglaublich drüber gefreut, auch hier auf diesem Weg nochmal meinen Dank. Ich habe dann einen Dankesbrief geschrieben und am nächsten Tag erreichte mich von den beiden ein Brief. Und da habe ich mich dann doch mal eben hinsetzen müssen. Warum habe ich mich da hinsetzen müssen? Ja, jetzt bringe ich das Bild hier nochmal vor. Von den Juden und ihren Lügen über Martin Luther. Sie haben mir da ein paar Papiere in diesen Brief mit reingetan. Mit dem Hinweis noch etwas Interessantes und ein lieber Gruß. Von Luther und den Juden. Da steht in diesem Papier etwas drin, was ich auch im Internet finden kann. Das möchte ich euch mal eben zeigen. Ist das hier? Ja, das ist hier. Luther und die Juden. Ja, so könnt ihr das dann wunderbar selbst sehen. Lass uns das Bild mal eben hier auf die Seite machen. So, und dann können wir hier eben das lesen. Das ist genau dasselbe, was sie mir als Papier geschickt hatten. Ich habe es mir dann im Internet rausgesucht, weil da steht ein Link damit bei. Und wir fangen mal eben das an zu lesen. Luther und die Juden. Eine nahezu überall nachzulesende, aber kaum nachgeprüfte Behauptung ist eine dem späten Luther angelastete antijüdische Haltung. Ich empfehle dringend, diese Meinung nicht bedenkenlos zu übernehmen. Wir machen das ja zu Recht auch nicht bei vielen anderen politisch
korrekten wissenschaftlichen Erkenntnissen, wie zum Beispiel die Evolutionshypothesen, die Klimakatastrophe, historisch kritischer Umgang mit der Bibel und so weiter und so weiter und so weiter. Wir wissen, dass diese wissenschaftlichen Erkenntnisse über die Evolutionstheorie erlogen und erstunken und erlogen sind. Wir wissen, dass die Klimakatastrophe erstunken und erlogen ist. Wenn man sich mit der Bibel beschäftigt, dann hat Gott das alles vorhergesagt. Und wir wissen, dass das sein Werk ist, dass das seine Art und Weise ist, um die Menschen zu bestrafen. Deuteronomium Kapitel 28 rate ich mal anzulesen in dem Zusammenhang. Gut, es fährt weiter hier. Man sollte aufhorchen, dass eine jüdische Wissenschaftlerin, ja, also eine jüdische Wissenschaftlerin hat das hier gemacht, Eva Berndt aus Berlin, und zwischen Klammern steht hier vermutlich korrekt belegt hat, dass der Entschuldigung, dass der Vorwurf des Antijudaismus gegen Luther auf Fälschung zurückgeht und zu Unrecht besteht. Und das habe ich mein Leben lang vermutet. Nun, Martin Luthers Handschriften wurden bereits zu Luthers Lebzeiten verfälscht. Die von Luther handschriftlich verfasste Supputatio Annorum Mundi von 1541 lässt antijüdische Lutherdrucke, deren historische Quellen dem Codex Vaticanus entnommen sind, eindeutig als Fälschungen nachweisen. Nun, ich will jetzt nicht allzu viel drauf reingehen. Wir werden uns gleich mit einem anderen Papier beschäftigen und das ist der Hauptgrund, weshalb ich jetzt hier überhaupt diese Lesung heute mache. Ich möchte euch nur mal eben schon mal sagen, dieses Supputatio Annorum Mundi 1541 ist super, super interessant. Da kommen wir in dem anderen Papier, glaube ich, erst im letzten Absatz zu. Das ist 30 Seiten lang. Schaffe ich wahrscheinlich sowieso nicht in diesem einen Video, aber es ist zumindest heute schon mal ein Anfang. Nun, deren historische Quellen dem Codex Vaticanus entnommen sind. Hier müssen wir eben verstehen, was ist der Codex Vaticanus? Wir haben den Codex Vaticanus und wir haben den Codex Sinaiticus. Und das sind beides Codexe, Manuskripte, die von der römisch-katholischen Kirche gebraucht werden als die Basis für ihre korrupte Bibel. Ja? Codex Vaticanus und Sinaiticus sind erst aufgetaucht im 19. Jahrhundert. Unter anderem hat den Sinaiticus Tischendorf 1844 im Mülleimer eines Klosters, eines Nonnenklosters, irgendwo da im Nahen Osten entdeckt. Also könnt ihr euch ja selbst mal mit beschäftigen. Ich habe da letztens noch drüber gelesen, in einem anderen Buch, wo es geht um, ob die katholische Kirche uns die Bibel gebracht hat oder nicht, aber das ist in Englisch, das will ich jetzt hier auch nicht anholen. Auf jeden Fall, das sind die Texte, mit denen die römisch-katholische Kirche seit Mitte des 19. Jahrhunderts probiert, die Bibel zu verfälschen. Probiert, sie verfälscht die Bibel seitdem, lass uns mal so sagen. Wo wir ja wissen, dass im Englischen ich die König James von 1611 propagiere und im Deutschen, ja, Luther 1545, muss man aber immer gegen die King James halten, aber die ist zu mehr als 90% gleich an die König James Bibel. Und von daher hat Luther sich eben nicht mit dem Codex Vaticanus in der Hinsicht beschäftigt, den es ja damals auch gar nicht gab, davon mal abgesehen. Hat also solche Sachen auch nicht zu seiner Grundlage machen können, hat auch den die Septuaginta, also den 70er-Text, was seit, ich glaube, 300 vor Christus entstand, das ungefähr, dass man mit dieser Septuaginta damals das Alte Testament ins Griechische übersetzt hat, weil damals war Griechisch die Weltsprache, wie sie heute Englisch ist. Und der Text ist natürlich auch verfälscht, weil das ist nicht der pure, reine, originale hebräische Text, sondern ins Griechische und dann auch noch fälschlich übersetzt. Jedenfalls lesen wir hier die lateinische Bibelausgabe des Hieronymus, die Vulgata, die Luther mit Sicherheit in seinen Händen hielt, ist eine Originalausgabe aus dem Hebräischen wortgetreu übersetzt. Die Vulgata ist zum Beispiel eine Bibel, die die Waldenser auch hatten, die im Süden von Frankreich gelebt hatten. Die Albigenser, das sind alles Völker und Sachen, das werdet ihr noch kennenlernen, wenn ihr meine Buchlesung verfolgt, die demnächst kommen wird. Geschichte der Inquisition im Mittelalter von Henry Charles Lear, die drei Bände, 2000 Seiten, die ich angehe und die ich irgendwann in der nächsten Zeit anfangen werde hochzuladen.
Also, deshalb wird die griechische Übersetzung der hebräischen Quellentexte in der Ausgabe der Septuaginta, die habe ich ja gerade erklärt, nicht länger als Grundlage der christlichen Bibelübersetzung von Martin Luther unterstellt werden können. Nein, Martin Luther hat damals den Textus Receptus gebraucht, die originalen Texte, die auch der König James knapp 100 Jahre später zur Basis lagen, unter anderem die Texte von Erasmus im Griechischen und eben die aus Antioch stammenden hebräischen Texte, eben da, wo die Bibel ursprünglich herkommt. Ich will jetzt auch gar nicht zu groß in Einzelheiten eingehen. Der Text fährt fort: Somit schließt diese Tatsache eine Urheberschaft Luthers an der Entstehung antijüdischer Lutherdrucke aus, da deren Intentionen aus dem Griechischen Itala Vetus Latina Septuaginta LXX, also 70, entstammt, die 70er Text Septuaginta, das ist die griechische Version des Hebräischen des Alten Testaments. Die Martin Luther unterstellten antijüdischen Lehraussagen über das Judentum basieren auf der Vetus Latina, deren Grundlage aus der Rückübersetzung aus dem Griechischen der Septuaginta basiert und bereits durch Hieronymus zwischen 380 und 420 als Fälschung erkannt worden war. Dann ist hier ein Link zur Phantomzeit, da gehe ich jetzt nicht drauf. Eva Berndt weist nach, fährt der Artikel weit fort, dass dem Reformator seit Beginn seiner schriftstellerischen Tätigkeit Fälschungen unterschoben wurden. Seine antisemitischen Schriften, darunter von den Juden und ihren Lügen, zählt sie dazu. Diese Schrift wird übrigens in der Lebensbeschreibung des Juden Josef von Rosheim wortwörtlich zitiert und als von Luther stammend beklagt. Somit ist sie auf 1539 zu datieren und nicht erst auf 1542-43. Ich und vermutlich auch Sie, also ihr, wir haben nicht die Fähigkeiten und Kapazitäten, das alles zu überprüfen. Aber auf dieser Seite dürften Kenner die entsprechenden Belege finden. Eva Berndt Berlin und so weiter und so weiter. Das werde ich dann mal eben in einem neuen Fenster öffnen. Und dann können wir sich die Seite hier anschauen. Ich werde die Links übrigens auch in die Beschreibungsbox des Videos integrieren, sodass ihr das selbst nachforschen könnt. Und so könnt ihr selbst nachschauen, was die Eva Berndt hier drüber erzählt. Nur das Problem, zwischen Anführungsstrichen, das ich damit habe, ist, wenn man sich mit dieser Sache beschäftigt, das sind alles Dinge, das muss man bestellen. Ja, das habe ich alles nicht. Also, interessant ist natürlich schon hier, Einführung, komplexe Grundlagenforschung, Antisemitismus in der Gegenwart und so weiter und so weiter. Und es ist immerhin eine Jüdin, die sich damit beschäftigt und widerlegt, dass Martin Luther das Buch gegen die Juden geschrieben hat. Also da sollte man schon mal aufmerksam werden, finde ich persönlich. Dass Eva Berndts Forschungsergebnisse nicht einer breiteren Öffentlichkeit zugänglich gemacht wird, erscheint mir wenig verwunderlich. Mir Jörg auch, ja. Viel zu viele müssten ja dann zugeben, dass sie einen Irrtum aufgesessen sind, wie ihn Eugen Roth paraphrasiert. Zitat: Die Wissenschaft, sie ist und bleibt, was eine ab vom anderen schreibt. Ende Zitat. Von Eugen Roth gibt es noch ein anderes schönes Zitat über die Ärzte, aber das jetzt mal eben beiseite. Fazit: Wir sollten betont vorsichtig mit der Behauptung antisemitischer Äußerungen von Dr. Martin Luther umgehen. Nun, ich persönlich, das ist meine persönliche Meinung, ohne irgendwelche weiteren Recherchen angestellt zu haben, ich persönlich bin der Überzeugung, dass Luther sich in der Bibel, was die Juden angeht, hauptsächlich an die Römer hält, an den Römerbrief. Da wollen wir mal eben sehen, was meine ich denn im Römerbrief. Römerbrief, da schauen wir mal hier. Römer, da haben wir Kapitel 11. Ja? Und jetzt mal eben, das geht immer ein bisschen kleiner hier. Das sollte auf 85% gehen, dass das groß genug ist. Da wollen wir mal eben gucken, was steht denn in Römer 11 geschrieben. So sage ich nun, hat denn Gott sein Volk verstoßen? Sprechen wir über die Juden, ja? Das sei ferne. Denn ich bin auch ein Israelit von dem Samen Abrahams aus dem Geschlecht Benjamin. Gott hat sein Volk nicht verstoßen, welches er zuvor versehen hat. Oder wisset ihr nicht, was die Schrift sagt von Elia, wie er tritt vor Gott wider Israel und spricht: Herr, sie haben deine Propheten getötet und haben deine Altäre ausgegraben, und ich bin allein überblieben, und sie stehen mir nach meinem Leben. Aber was sagt ihm die göttliche Antwort? Ich habe mir lassen überbleiben 7000 Mann, die nicht haben ihre Knie gebeugt vor dem Baal.
Also geh jetzt auch jetzt zu dieser Zeit mit diesen Überbliebenen nach der Wahl der Gnaden. Ist's aber aus Gnaden, so ist's nicht aus Verdienst der Werke, sonst würde Gnade nicht Gnade sein. Ist's aber aus Verdienst der Werke, so ist die Gnade nichts, sonst wäre Verdienst nicht Verdienst. Ja, wie denn nun? Was Israel sucht, das erlangt es nicht. Die Wahl aber erlangt es, die anderen sind verstockt. Wie geschrieben steht, Gott hat ihnen gegeben einen erbitterten Geist, Augen, dass sie nicht sehen und Ohren, dass sie nicht hören, bis auf den heutigen Tag. Und da füge ich hinzu, bis auf den heutigen Tag, den Paulus hier anspricht, das ist leider bis 2018 immer noch so. Und David spricht, lass ihren Tisch zu einem Strick werden und zu einer Berückung und zum Ärgernis und ihnen zur Vergeltung. Verblende ihre Augen, dass sie nicht sehen, und beuge ihren Rücken alle Zeit. So sage ich nun, sind sie darum angelaufen, dass sie fallen sollten? Das sei ferne, sondern aus ihrem Fall ist den Heiden das Heil widerfahren, auf dass sie denen nacheifern sollten. Hier ist der wichtigste Satz in diesem Kapitel des Römerbriefes. Römer, Kapitel 11, Vers 11. So sage ich nun, sind sie darum angelaufen, dass sie fallen sollten? Das sei ferne, sondern aus ihrem Fall ist den Heiden das Heil widerfahren, auf dass sie denen nacheifern sollten. Was heißt denn das? Das heißt, weil die Juden Jesus Christus nicht als ihren Messias erkannt haben, und das haben sie nicht, weil sie unter dem rabbinischen Fluch lagen, das Buch Daniel nicht lesen zu dürfen, in dem in Kapitel 9, Vers 4 bis 27 Jesus Christus angekündigt wird, und zwar auf den Tag mehr oder weniger genau. Nun, sie waren unter dem rabbinischen Fluch, dass sie Daniel nicht lesen durften, und sie waren unter dem Einfluss der Pharisäer und der Schriftgelehrten. Dagegen hat Jesus ja die ganze Zeit gewettert gegen diese Leute, gegen die Pharisäer und die Schriftgelehrten. Stimmt's? Ich meine doch, dass ich damit recht habe. Ja? Und diese Pharisäer und Schriftgelehrten zur Zeit Jesus damals, vor knapp 2000 Jahren, das ist genau das, was heute die römisch-katholische Kirche ist. Und alle ihr angegliederten, zwischen Anführungszeichen, Glaubensgemeinschaften. Also die abgefallenen protestantischen Glaubensgemeinschaften, die im Weltrat der Kirche, in der ACK, in der ÖRK und sonst wo überall mit der römischen Kirche zusammen unter einer Decke stecken. Ja? Unzucht treiben, nennt der Herr das. Und genau das tun sie. Aus dem Fall der Juden ist den Heiden das Heil widerfahren. Nur weil die Juden das Evangelium von Jesus Christus nicht angenommen haben, weil die Juden die Erlösung von Jesus Christus nicht angenommen haben, deswegen ist das Heil zu den Heiden gegangen, zu uns, die wir vorher als Hunde beschimpft wurden, als Ungläubige, als Infidels, ja? Zu uns ist das Heil gekommen, weil die Juden es abgelehnt haben. Und jetzt kommt der wichtige Punkt, auf dass sie denen nacheifern sollten. Das heißt, wenn die Juden jetzt begreifen, dass die Erlösung, die ihnen zusteht, weil sie sie abgelehnt haben, zu uns kommt, dann sollen sie uns nacheifern. Mit anderen Worten, wir sollen sie zu Eifersucht reizen. Da kommen wir gleich noch zu, wenn wir das weiterlesen hier. Also, so sage ich nun, sind sie darum angelaufen, dass sie fallen sollten? Das sei ferne, sondern aus ihrem Fall ist den Heiden das Heil widerfahren, auf dass sie denen nacheifern sollten. Denn so ihr Fall der Welt Reichtum ist, und ihr Schade ist der Heiden Reichtum, wie viel mehr, wenn ihre Zahl voll würde. Mit euch Heiden rede ich, ich Paulus, denn dieweil ich der Heidenapostel bin, will ich mein Amt preisen, ob ich möchte, die so mein Fleisch sind,
zu Eifern reizen und ihre etliche selig machen. Das heißt hier, Paulus sagt hier, ob ich möchte, die so mein Fleisch sind. Das heißt, die, die von demselben Fleisch sind wie ich. Was hat er gesagt im Vers 1? Ich bin auch ein Israelit von dem Samen Abrahams aus dem Geschlecht Benjamin. Also ein Israelit, genauso wie die Juden, ein Teil eben aus dem Samen Abrahams sind und eben ein Teil Israels sind. Ja? Eins der 12 Völker. Ob ich möchte, die so mein Fleisch sind, zu Eifern reizen, also zu Eifersucht, so muss man das lesen, und ihre etliche selig machen. Jetzt sage ich von dir, das heißt Eifersucht. Beweist das dann, Jörg, dass das so zu interpretieren ist? Dann nehme ich mir hier neben mal eben bei und schau mal, habe ich die Online-Bibel hier, die King James, die habe ich hier. Und dann wollen wir eben gucken, Römer Kapitel 11, habe ich gesagt, ist das hier. Schauen wir mal eben, wo sind die Römer? Ja, 11. Römer 11 und dann Vers 14, wo steht, if by any means I may provoke to emulation them which are my flesh and might save some of them. Ja? If by any means I may provoke to emulation them which are my flesh. Also, das ist genau das, was ich gerade sagte. Nun, Vers 15 fährt dann fort. Denn so ihr Verlust der Welt Versöhnung ist, was wäre das, denn das Leben von den Toten nehmen? Ist der Anbruch heilig, so ist auch der Teig heilig. Und so die Wurzel heilig ist, so sind auch die Zweige heilig. Ob aber nun etliche von den Zweigen zerbrochen sind und du, da du ein wilder Ölbaum warest, bist unter sie gepfropft und teilhaftig worden, ob der Wurzel und des Safts im Ölbaum, so rühme dich nicht wieder die Zweige. Rühmest du dich aber wieder sie, so solltest du wissen, dass die Wurzel nicht trägest, sondern die Wurzel träge. Dass du die Wurzel nicht trägest, sondern die Wurzel träge dich. So sprichst du, die Zweige sind zerbrochen, dass ich hineingepfropft würde. Das sind die Heiden, die hineingepfropft sind in den Ölbaum. Ist wohl geredet, sie sind zerbrochen um ihres Unglaubens willen, du stehest aber durch den Glauben. Sei nicht stolz, sondern fürchte dich. Hat Gott der natürlichen Zweige nicht verschonet, dass er vielleicht dein auch nicht verschone? Darum schaue die Güte und den Ernst Gottes, den Ernst an denen, die gefallen sind. Die Güte aber an dir, sofern du an der Güte bleibest, sonst wirst du auch abgehauen werden. Und jene, wo so sie nicht bleiben, in dem Unglauben, werden sie eingepfropft werden, Gott kann sie wohl wieder einpfropfen. Denn so du aus dem Ölbaum, der von Natur wild war, bist ausgehauen und wieder die Natur in den guten Ölbaum gepfropft, wie viel mehr werden die Natürlichen eingepfropft in ihren eigenen Ölbaum? Ich will euch nicht verhalten, liebe Brüder, dieses Geheimnis, auf das ihr nicht stolz seid. Blindheit ist Israel eines Teils widerfahren, so lange, bis die Fülle der Heiden eingegangen sei. Und so, also das ganze Israel selig werde, wie geschrieben steht, es wird kommen aus Zion, der da erlöse und abwende das gottlose Wesen von Jakob. Und dies ist mein Testament mit ihnen, wenn ich ihre Sünden werde wegnehmen. Nach dem Evangelium halte ich sie für Feinde um euretwillen, aber nach der Wahl habe ich sie lieb um der Väter willen. Gottes Gaben und Berufung mögen ihnen nicht gereuen. Denn gleicherweise, wie auch ihr nicht geglaubet an Gott, nun aber habt Barmherzigkeit überkommen bei ihrem Unglauben. Denn also auch jene haben jetzt nicht wollen glauben an die Barmherzigkeit, die euch widerfahren ist, auf dass sie auch Barmherzigkeit überkommen. Denn Gott hat alles beschlossen unter den Unglauben, auf dass er sich aller erbarme. Oh, welch eine Tiefe des Reichtums, beide, der Weisheit und Erkenntnis Gottes, wie gar unbegreiflich sind seine Gerichte und unerforschlich seine Wege. Denn wer hat des Herrn Sinn erkannt? Wer ist sein Ratgeber gewesen? Oder wer hat ihm etwas zuvor gegeben, das ihm werde wieder vergolten? Denn von ihm und durch ihn und zu ihm sind alle Dinge.
Ihm sei Ehre in Ewigkeit. Amen. So, und jetzt wollen wir noch mal eben gucken, wo das genau steht mit der Eifersucht. Ich finde das im Englischen immer irgendwie leichter. Jetzt muss ich mal eben schauen. Da wollen wir eben gucken. Das heißt dann ja jealous. Ne? In Vers 11, ne? Den wir ja schon hier bereits gelesen hatten. Schaut mal. Da steht im Deutschen, so, hier, so sage ich nun, machen wir das mal ein bisschen bunter, so sage ich nun, sind sie darum angelaufen, dass sie fallen sollten? Das sei ferne, sondern aus ihrem Fall ist den Heiden das Heil widerfahren, auf das sie denen nacheifern sollten. Das ist der Casus Knactus. Das ist der wichtige Punkt, den ich machen möchte hier. Vers 11 in der König James Bibel sagt es noch ein klein wenig deutlicher. Deswegen lege ich meistens die beiden nebeneinander. I say then, have they stumbled that they should fall? Das ist korrekt übersetzt. God forbid. But rather, through their fall, salvation is come unto the Gentiles for to provoke them to jealousy. Sondern aus ihrem Fall ist den Heiden das Heil widerfahren, auf dass sie denen nacheifern sollten, so steht's im Deutsch geschrieben. Hier steht, for to provoke them to jealousy. Das heißt mit anderen Worten, aus ihrem Fall ist den Heiden das Heil widerfahren, dass sie die Juden zur Eifersucht ansetzen sollen. Ja? Eifersucht. Warum Eifersucht? Schaut, in den 10 Geboten, das 10. Gebot heißt, du sollst nicht begehren. Aber Eifersucht und Begehren sind zwei verschiedene Paar Schuhe. Gott selbst, er ist ein eifersüchtiger Gott. Er sagt es selbst, er ist ein eifersüchtiger Gott. Ja? Eifersucht ist, wenn ich etwas haben will, was rechtmäßig mein ist, was mir jemand anders genommen hat. Wir Heiden haben den Juden die Erlösung genommen, weil sie sie abgestoßen haben, weil sie sie nicht annehmen wollten. Und deswegen sollen wir dadurch die Juden zur Eifersucht ansetzen, dass sie eben auch die Erlösung bekommen sollen, die wir durch ihren Fall bekommen haben. Ich hoffe, dass ich das jetzt deutlich gemacht habe. Und ich bin, und deswegen ging ich da so drauf ein, ich bin der Überzeugung, dass Martin Luther, Zeit seines Lebens, dieses Kapitel aus Römer nicht nur verstanden hat, sondern auch gelebt hat. Und wir werden in dem Text, in dem ich sehe, nachher auch nochmal drauf eingehen, dass man das eben zwischen den Zeilen auch so verstehen muss. Ob er jetzt das Buch, so wie es heutzutage kursiert, als gedruckte Version oder im Internet oder was auch immer, von den Juden und ihren Lügen so geschrieben hat oder nicht. Ich bin der Meinung von nicht. Und wir werden da jetzt auch noch gleich drauf eingehen. Wir haben hier einen Text, den ich gleich anfangen werde zu lesen. Das wissenschaftliche Bibellexikon im Internet. Mein Dank an Professor Dr. Siegfried Hermle, den ich natürlich nicht um Erlaubnis gefragt habe. Ich lese das einfach so durch, weil das ist ja... wie sagt man das so schön, Creative Commons, ne? Das mache ich ja zur Ausbildung, ja? Zur, wie sagt man das so schön, ja zur Ausbildung, ne? Um Leute auszubilden, um Leuten etwas zu lehren. Und ich mache das vollständig, ohne dass ich irgendetwas daran gewinne. Ich mache da keinen finanziellen Gewinn mit, ich will auch keinen finanziellen Gewinn damit machen. Es geht mir darum, den Leuten das Wort Gottes dichter beizubringen und das unmissverständlich. Und das Wort Gottes in der deutschen Sprache haben wir, ob wir das nun wollen oder nicht, zu danken an Martin Luther. Ja, Martin Luther war nicht der Erste, der die Bibel ins Deutsche übersetzt hat, das stimmt. Aber Martin Luther war der Erste, der sich von den römischen Texten freigesagt hat und der den Textus Receptus gebraucht hat. Ja, das ist ein wichtiger Punkt. Das heißt, er hat die erste absolut unkorrumpierte Bibel rausgebracht. Das war die Bibel von 1535. Das Alte Testament. Das Neue Testament hat er 22 auf der Wartburg bereits vollendet. Das wissen wir. Aber das habe ich nicht in der Hand. Das habt ihr wohl auch nicht in der Hand. Wenn ihr es in der Hand habt, dann schön. Dann kann ich nur hoffen, dass ihr da gut mit werdet und dass ihr das versteht. Aber ich habe so eine alte Bibel nicht. Abgesehen davon, ich könnte Luther seine alte Handschrift sowieso nicht lesen. Da ist mir nicht echt mit geholfen. Also ich bin froh mit der 1545er Bibel, die ich von den
von den zwei Leuten aus Frankfurt da geschickt bekommen habe, wofür wirklich nochmal meinen herzlichen Dank. Ich war so glücklich über das Paket mit allem drum und dran. Und dann schicken sie mir hinterher dieses Papier von Zeltmacher, von Luther und die Juden. So, und jetzt komme ich im Grunde zum Punkt, weshalb ich das ganze Video überhaupt erst mache. Das Papier, was sie mir zugeschickt wurde, sagt nicht viel aus über die Arbeit und schon gar nicht darüber, über die Verfälschung von Martin Luther davon. Aber ich habe dann ein wenig weitere Nachforschungen angestellt. Und bei meinen Nachforschungen bin ich dann, zwischen Anführungszeichen, gefallen über ein Papier, das ich euch jetzt gerne mal zeigen möchte, was wir jetzt auch lesen werden. Ja? Das ist hier von dem Professor Dr. Siegfried Hermle. Nun, ich habe mich über den Professor schlau gemacht und es gefällt mir nicht ganz, um zu hören, dass er unter anderem in Ludwigsburg, also ziemlich tief im Süden, geboren wurde, dass er in der württembergischen Landeskirche ein Sprachenkolleg besucht hat und vor allen Dingen, dass er ein Studium in Tübingen und München gemacht hat. Weil wir wissen natürlich als Protestanten, dass die Universität von Tübingen eine jesuitische Universität ist. Also ich sage das da gleich mit bei, ich bin mir davon bewusst. Ich kenne den Mann nicht, ich verurteile ihn nicht, ich sage nur, er hat in Tübingen studiert und Tübingen ist eine jesuitische Universität. Woher weiß ich das? Nun, ich habe heute mit Brett Norman in Code Word Babylon den nächsten Teil gelesen und da haben wir gelesen unter anderem über Kardinal Ratzinger, den ihr ja wohl auch noch kennt. Papst Benedikt den 16., unseren tollen deutschen Papst damals. Und da steht auf Seite 127 in Code Word Babylon, im Englischen, werde ich mal kurz vorlesen, prior to becoming Pope, Ratzinger was appointed professor of the highly prestigious theology department at the University of Tübingen in Germany on the strong recommendation of the Jesuit Hans Küng, who at the time was dean of the department. We shall see, interestingly, as we shall see later, Bavaria was home to the Jesuit founder of the revolutionary order called the Illuminati. Ja, das wisst ihr auch, ne? Bayern war die Heimat von Adam Weishaupt, der an der Universität von Ingolstadt in 1776 die Illuminaten gegründet hat, die Frontorganisation, die für die Jesuiten übergenommen hat, als die Jesuiten 1773 verboten wurden. So, der erste Satz hier, der steht im Grunde, also bevor Ratzinger Papst wurde, wurde er als Professor angewiesen in der höchst prestigiösen Theologie, in der Theologieabteilung der Universität von Tübingen in Deutschland. Nach der starken Empfehlung des Jesuiten Hans Küng, der zu der Zeit der Dean, also der Leiter dieser Abteilung war. So. Also damit wissen wir, dass die Universität da, wenn nicht komplett jesuitisch, doch jesuitisch geleitet ist. Der Name Hans Küng hat mir auch gleich etwas gesagt, weil da habe ich mir mal ein Buch besorgt. Leider ist das in Englisch, obwohl Hans Küng ein Deutscher ist und Jürgen Moltmann auch. Aber die beiden haben das Buch editiert und das heißt Fundamentalismus als eine ökumenische Herausforderung. Also das jetzt übersetzt, ne? Das heißt Fundamentalism as an Ecumenical Challenge, also Fundamentalismus als eine ökumenische Herausforderung. Und dieses Buch erschien 1992 von dem Hans Küng, habe ich mir besorgt und werde ich auch mal lesen, aber es ist halt Englisch. In Deutsch finde ich das nicht. Wenn ihr das findet, könnt ihr mich ja mal wissen lassen, würde ich gerne haben, dann werde ich es auch sicher mal lesen in Deutsch. Also, jetzt eine lange Geschichte ein bisschen kurz zu machen, weil sonst sind wir hier morgen noch und habe ich immer noch nicht angefangen mit, was ich eigentlich wollte. Dieser Professor Dr. Siegfried Hermle, von dem ich das Papier jetzt vorlesen werde, hat studiert an der Universität Tübingen und München. Ja, er ist ein Repetent am Evangelischen Stift in Tübingen. Wir wissen ja, dass die Evangelikalen, also die evangelische Kirche, sowieso überall von Jesuiten infiltriert ist. Danach hat er eine Promotion gemacht in Heidelberg und so weiter und so weiter. Habilitation in Tübingen, immer wieder hin da zurück. Und heutzutage ist er seit 2001 Professor in Köln. Ja. Also, das ist nur, um euch anzuzeigen, dieser Professor Dr. Siegfried Hermle, der dieses Papier verfasst hat, was ich hier in einem PDF in 31 Seiten gratis aus dem Internet bekommen habe. Deswegen nehme ich mir auch die Freiheit, das jetzt hier im Internet zu lesen, als ein Video zu veröffentlichen. Dieser Professor hat also offensichtlich eine jesuitische Schulung durchlaufen. So,
Und da muss man natürlich immer vorsichtig sein, was man da liest. Nun, ich habe nicht das ganze Papier gelesen. Ich habe es erst heute Nachmittag gefunden. Aber so bin ich dann. Das nagt dann an mir und dann sagt das: Jörg, 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 mach da was von. Du wolltest schon lange mal wieder was über Luther und so weiter machen. Ich wollte schon lange wieder ein neues deutsches Video machen. Und im Augenblick dachte ich von, dann fange ich das mal an. Nachdem ich das Papier bekommen hatte über Luther und die Juden, dachte ich, da fange ich dann jetzt mal an. Und dann wollen wir doch mal eben sehen, was dieser Professor dazu zu sagen hat, ob wir anhand dieser Schrift, in der wir Martin Luther so gut kennenlernen werden, wie wir ihn wahrscheinlich noch nie vorher kennengelernt haben, ob wir daraus nicht ableiten können, dass diese Schrift von Martin Luther angeblich von den Juden und ihren Lügen auf eine Art und Weise verfälscht wurde, um dafür zu sorgen, um den sogenannten Antisemitismus in Deutschland zu säen, der dann dazu geführt hat, dass im Dritten Reich die Judenverfolgung stattgefunden hat, die natürlich normal ist, weil das Dritte Reich ist katholisch gewesen und die Katholiken haben die Juden schon immer verfolgt, schon vor Jesus seiner Geburt. Ja? Nicht zu vergessen, als Jesus geboren wurde, wurde immerhin von dem Statthalter damals befohlen, alle bis zu 2 Jahre alten Jungen umzubringen. Ja? Aus dem einfachen Grunde. Also, Judenverfolgung kommt hauptsächlich aus der römisch-katholischen Kirche. Aber wie ich am Anfang bereits sagte, Luther hatte noch eine ganze Menge verkehrte katholische Lehren in sich drin. Bis zu seinem Ende. Muss man ihm auch geben. Ich meine, wer ist denn schon perfekt? Bist du perfekt? Bin ich perfekt? Ich glaub's nicht. Ha? Wir haben alle irgendwo unsere Fehler. Und irgendwo hatte Luther auch sein ganzes Leben, bevor er die Bibel verstanden hatte, wie sie geschrieben, wie sie gemeint war, von Gott verstanden zu sein, bevor er dazu gekommen war, war er katholisch erzogen. Und natürlich hat er deswegen auch immer noch katholische Lehren in sich getragen. Leider. Ist nun mal so. Aber kann man sich nicht frei von sprechen. Trotzdem war Luther eine Person, die man vor allen Dingen eben auch an seinen Früchten messen muss. Und seine Früchte sind unter anderem das Buch gegen den Antichristen, was ich ja letztes Jahr im Oktober gelesen habe, in der Abspielliste Luther 2017. Könnt ihr euch ja angucken für den Fall, dass ihr das noch nicht kennt. Schaut mal hier auf meinem Kanal. Da finden wir hier die Spielliste Luther 2017. Und die fängt an mit den ersten Lesungen, 7 Lesungen über Luther 2017, Christ oder Antichrist, was wählst du? Dann das Video über den Reformationstag an den christlichen Adel deutscher Nation. Dann kommt die wichtige Ankündigung und dann hier der erste Teil, was ich vom Papst, dem verfluchten Antichristen, gehalten habe. 1 Stunde und 4, das ist die erste von dann 14 folgenden Lesungen über das Buch von Martin Luther, so wie es hier auf diesem kleinen Foto steht, wieder das Papsttum zu Rom vom Teufel gestiftet. Das ganze Buch habe ich da gelesen. Und an solchen Sachen messe ich Luther. Ich messe ihn daran, dass er uns die Bibel gebracht hat in Deutschland, dass er damit halb Europa frei gemacht hat und von dem Joch von Rom. Ich messe ihn an dem Buch gegen den Antichristen und an vielen anderen Dingen. Und jetzt wollen wir uns mal anschauen, wie der Professor Dr. Siegfried Hermle über Martin Luther schreibt. Und wir wollen mal sehen, ob wir daraus nicht etwas lernen können. Ja? Und deswegen fange ich jetzt mal an. Mal eben checken, wie lange ist denn die Aufnahme überhaupt schon? Schon 37 Minuten? Ja, dann habe ich ja nicht mehr so lange. Also ich halte es auf 1 Stunde, dann werden wir halt nächstes Mal weitergehen. Also, Luther und die hebräische Sprache. Ad fontes, mit anderen Worten, zu den Quellen. Als sich Martin Luther 1501 an der Universität Erfurt immatrikulierte und mit dem philosophischen Grundstudium begann, war der Humanismus auch an dieser Universität präsent. Nicht nur die Dekane sämtlicher Bursen der mittelalterlichen Studentenwohnheime standen um 1500 dem Humanismus nahe, es gab auch ein umfangreiches freiwilliges Lehrangebot zu klassischen Autoren. Luther, der bereits im September 1502 die Bakkelaurats- und im Dezember 1504 die Magisterprüfung bestand, dürfte in dieser Zeit die Grundanliegen des Humanismus kennengelernt haben. Übrigens habe ich über das, was ich hier gerade vorgelesen habe, auch in der ersten Lesung des Buches gegen den Antichristen berichtet, in der Einleitung dazu.
Insbesondere dessen Forderung ad fontes, also zurück zu den Quellen, und die damit intendierte, also beabsichtigte Rückbesinnung auf die klassischen Sprachen fand bei Luther Resonanz. Dabei legten die Humanisten nicht nur auf eine Besserung der Wissenschaftssprache Latein durch eine Orientierung an den klassischen Autoren großen Wert, sie schätzten die Trilinguität, also die Einbindung der heiligen Sprachen Hebräisch, Griechisch und Latein. Dass Luther gerade dieses Anliegen teilte, kommt beispielsweise in seinem 1524 an die Ratsherren aller Städte deutschen Lands gerichteten Schreiben eindrücklich zum Ausdruck. Zitat: Denn Gott hat seine Schrift nicht umsonst allein in die zwei Sprachen schreiben lassen, das Alte Testament in die Hebräische, und das New in die Griechische, welche nun Gott nicht veracht, sondern zu seinem Wort erwählet hat für allen anderen, sollen auch wir dieselben für allen anderen ehren. Ende Zitat. Daher heiße auch die hebräische Sprache heilig, und um die Schrift auszulegen und zu handeln, für sich hin und zu streiten wider die ihrigen Einführer der Schrift, sei, so Luther nachdrücklich, das Erlernen der Sprachen und damit die Einrichtung von Schulen unabdingbar. Nur mal eben zu den Leuten, die immer meinen, ja, kannst du nicht das und das alles ins Deutsche übersetzen, weil ich spreche kein Englisch. Luther hat schon die Wichtigkeit, mehrere Sprachen sprechen zu können, erkannt. Okay, er sprach hauptsächlich Hebräisch, Latein und Griechisch neben Deutsch, aber trotzdem ist es dann zu viel verlangt, dass wir uns darum kümmern, dass, wenn wir viele protestantische Schriften nur in Englisch bekommen können, vielleicht auch mal uns um das Englische zu bemühen und Englisch lernen können? Vergesst doch mal euren Stolz nach dem Motto von, ich bin aber Deutscher. Nein, wisst ihr, ich bin Christ. Und wenn ich als Christ eine andere Sprache sprechen muss, um Dinge zu verstehen, die ich sonst nicht verstehen kann, dann werde ich mich darum bemühen. Und das sollten einige Leute vielleicht auch mal machen und ein bisschen probieren, über ihren Schatten zu springen. Das nur mal eben am Rande. Luthers Hebräischkenntnisse. Es wird wirklich interessant in diesem Schreiben, kann ich euch sagen. Ich habe bis Seite 11 oder 12 habe ich schon durchgelesen. Also, Luther, der am 17. Juli 1505 in das Schwarze Kloster des Erfurter Augustiner-Eremiten eingetreten war, begann nach Ablauf des Probejahrs der Ablegung der Gelübde und der Priesterweihe am 3. April 1507, wohl zum Sommersemester 1507, mit dem Theologiestudium. Schon während seiner Mönchszeit interessierte sich Luther für das Hebräische. Bereits kurz nach dem Erscheinen besorgte er sich das 1506 von Johannes Reuchlin verfasste grundlegende Werk De Rudimentis Hebraicis, das eine Grammatik mit einem Wörterbuch verband und die Möglichkeit zum Selbststudium des Hebräischen eröffnete. Also, Luther hat autodidakt das Hebräische gelernt. Ja? Oh, es ist leider eine englische. Naja, ich hatte hier ein paar Bilder vorbereitet. Das gehört nicht dazu. Ich wollte das hier haben. Das wollen wir eben wechseln. Ja, also Luther hat autodidakt Hebräisch gelernt. Luther arbeitete im Folgenden die Rudimenta systematisch durch und erwarb auch ein 1512 von Reuchlin zum besseren Erlernen des Stoffs herausgegebenes Büchlein mit dem Namen Septem Psalmi Poenitentialis, mit dem hebräischen Text der sieben Bußpsalmen, denen die lateinische Übersetzung und grammatikalische Erklärungen beigegeben waren. Luther war im Sommer 1511 endgültig nach Wittenberg gewechselt und im Oktober 1512 zum Doktor der Theologie promoviert worden. Nun konnte er von Johann von Staupitz die Wittenberger Bibelprofessur übernehmen, deren Besetzung der Augustiner-Eremiten oblag. Die erste von ihm gehaltene Vorlesung beschäftigte sich mit den Psalmen. Grundlage seiner Ausführungen war ein von ihm für die Studierenden veranlasster Druck des Vulgata-Textes mit breitem Rand und von weitem Zeilenabständen. Nur sehr vereinzelt verwies Luther auf den hebräischen Grundtext, noch waren seine Hebräischkenntnisse dafür nicht ausreichend. Also hier hat er bereits den Vulgata-Text gebraucht. Das ist der Text, der von Hieronymus kommt. Der lateinische Bibeltext. Als ihm sein Ordensbruder Johann Lang eine Ausgabe des hebräischen Psalters schenkte, also der Psalmen in Hebräisch,
die Konrad Pelikan im November 1516 in Basel besorgt hatte, und der eine hebräische Grammatik von Wolfgang Capito beigedruckt war, nahm Luther dies zum Anlass, sich nun noch eingehender und systematischer mit der hebräischen Sprache zu befassen. Vor allem seine Zeit auf der Wartburg 1521-22 sollte ihm hierzu Gelegenheit bieten. Ja, das war also, wo er die Bibel übersetzte, da in Schutzhaft nach dem Motto, ja, weil der Fürst von Sachsen ihn da ja in Schutzhaft genommen hat, dass die Häscher der römisch-katholischen Kirche ihn nicht bekommen konnten nach dem Edikt von Worms. Ja. Doch sowohl Luther noch zwei weitere hebräische Grammatiken besaß, Sefer Diktyk von Moshe Quimshi 1519 erschien und Hebraicae Institutiones von Capito 1518 erschien, hatte er den Wunsch, auch Unterricht in der hebräischen Sprache zu erhalten. Da er aufgrund seines weitgehend autodidaktischen Studiums, das hatte ich schon angewollt, also selbstlernend, noch immer Defizite empfand. Seine Kenntnisse waren nie so vollkommen, dass er die Übersetzungsarbeit ohne fremde Hilfe hätte bewerkstelligen oder gar eigenständig hebräische Schriften hätte lesen können. Als ihm 1525 ein hebräisches Buch mit der Bitte zugesandt wurde, eine Inhaltsangabe zu erstellen, bekannte er ganz offen, hierzu nicht in der Lage zu sein. Bekannt ist, dass Luther mindestens zwei vollständige hebräische Bibelausgaben besaß. Eine 1494er in Brescia gedruckte Ausgabe in Quartformat sowie eine nicht erhaltene große hebräische Bibel. Im Sommer 1518 veranlasste er, dass für die Universität Wittenberg eine zweibändige hebräische Bibelausgabe angeschafft wurde. 1520 besorgte Johann Lang im Auftrage Luthers eine weitere Ausgabe. Wir kommen zu Luthers Wertschätzung der hebräischen Sprache. Luther äußerte mehrfach seine Hochschätzung der hebräischen Sprache. Besonders deutlich kommt dies in Äußerungen Luthers bei Tisch vom Anfang der 30er Jahre zum Ausdruck. Zitat: Die hebräische Sprache ist die allerbeste und reichste in Worten und rein, bettelt nicht, hat ihre eigene Farbe. Wenn ich jünger wäre, so wollte ich diese Sprache lernen, denn ohne sie kann man die Heilige Schrift nimmermehr recht verstehen. Denn das Neue Testament, ob's wohl griechisch geschrieben ist, doch ist es voll von Hebräismus und hebräischer Art zu reden. Darum haben sie recht gesagt, die Hebräer trinken aus der Bornquelle, die Griechen aber aus den Wässerlin, die aus der Quelle fließen, die Lateinischen aber aus den Pfützen. Das ist ein Spruch von Martin Luther, darüber sollte man wirklich mal nachdenken. Findet ihr nicht auch? Ist das nicht interessant, wie Martin Luther das hier sagt? Ja, alles im Grunde ist basierend auf der hebräischen Kultur. Ja, da sprechen wir ja drüber, wenn wir die hebräische Sprache nehmen. Ja. Darum haben sie recht gesagt. Die Hebräer trinken aus der Bornquelle, also aus der Quelle, aus der alles geboren wird. Die Griechen aber aus den Wässerlein, die aus der Quelle fließen, also die zapfen sich weiter unten das Wasser ab, die Lateinischen aber trinken aus der Pfütze. Wer hier und da eine Pfütze ist, dann beugen sie sich drüber und lecken das bisschen Wasser auf. Deswegen ist es auch so schlecht, was sie in der lateinischen, in der katholischen Welt über die Bibel lehren und lernen. Luther hob die Schönheit dieser Sprache hervor, lobte ihre Eigentümlichkeiten und Feinheiten und betonte in seiner Vorrede zur Psalmenausgabe von 1524, Zitat: Es ist die hebräische Sprache so reiche, dass keine Sprache sie mag genugsam erlangen. Denn sie hat viel Wörter, die da singen, loben, preisen, ehren, freuen, betrüben etc. heißen, da wir kaum eines haben. Und sonderlich in göttlichen, heiligen Sachen ist sie reich mit Worten, dass sie wohl 10 Namen hat, da sie Gott mitnennet, wo wir nicht mehr haben, denn das einige Wort, Gott. Ende Zitat. Die Übersetzung vom Hebräischen ins Deutsche sei so schwierig, Tanquam si philomena cuculum cogatur deserta elegantissima melodia unisonam ilius vocem de testans imitari. Das heißt,
als wenn die Nachtigall gezwungen würde, den Kuckuck nachzuahmen und so ihre schönste Melodie aufgebe zugunsten von dessen verwünschter Eintönigkeit. So sieht Luther die Übersetzungen vom Hebräischen ins Deutsche. So schwierig, weil man das, was im Hebräischen in so vielen Wörtern ausgedrückt wird, ins Deutsche gar nicht übersetzen kann. Und das Deutsche, meine Lieben, ist dann schon eine der absolut Supersprachen in Europa, verglichen mit Englisch jetzt mal. Ja? Deutsch ist so wunderbar, so definiert, wie wir es heute kennen. Und heute verkommt unsere Sprache ja. Aber damals war das Deutsche noch eine reiche, volle, gute Sprache, wo man auch für ein und dasselbe Wort zu erklären 10, 20 verschiedene Ausdrücke hatte. Das ist ja das, was ihr hier meint. Dass sie 10 Namen haben, mit denen sie Gott nennen, wo wir am 1 haben, das einzige Wort, nämlich Gott. Da haben die Hebräer 10. Ja? Eine Sprache, die so reich ist, dass er sagt, ich spare euch jetzt nochmal, dass ihr in Lateinisch probieren vorzulesen, wo hier steht, als wenn die Nachtigall gezwungen würde, den Kuckuck nachzuahmen und so ihre schönste Melodie aufgebe, zugunsten von dessen verwünschter Eintönigkeit. So Luther gegenüber Wenceslaus Link, Mitte 1528. Unterstrichen wird die Bedeutung, die Luther dem Hebräischen beimaß, dadurch, dass er sich im Rahmen der Universitätsreform ab 1517 dafür einsetzte, an der Universität Wittenberg einen Hebräischlehrer anzustellen. Tja, das würde ihm dann als Autodidakt natürlich auch sehr helfen, wenn es da einen Hebräischlehrer gäbe. Ja? Im Oktober 1518 nahm der vom Judentum zum Christentum konvertierte Johann Böschenstein auf Luthers Empfehlung hin diese Position ein. Zwar wurden seine Sprachkenntnisse anerkannt, doch ihm wurde vorgeworfen, nicht nur langweilig und in einer allein an philologischen Fragen interessierten Weise, sondern auch wie ein Jude zu lehren. So Luther in einem Brief an seinen Freund Lang vom 13. April 1519. Unser Bossenstein ist zwar dem Namen nach Christ, in Wahrheit aber noch ganz jüdisch. Und hier geht es um den Glauben. Hier geht es nicht um Blutlinie. Martin Luther spricht hier nicht gegen das jüdische Blut, er spricht hier gegen den jüdischen Glauben. Und der jüdische Glaube ist der Glaube, der Jesus Christus abweist. Und das ist für Martin Luther hier wichtig. Unser Bossenstein ist zwar dem Namen nach Christ, in Wahrheit aber noch ganz jüdisch. Denomination Christentum, Herz Judentum. Böschenstein wurde entlassen. Doch auch sein Nachfolger konnte sich nicht lange halten. Ende 1519 hatte sich der zum Christentum konvertierte spanische Jude Matthäus Adriani beworben, der bis dahin in Löwen gewirkt hatte. Das ist ja hier, wo ich wohne, ne? In Belgien. Und wurde bis zum 30. April 1520 eingestellt. Doch schon im Herbst 1520, also ein paar Monate später, kritisierte er Luthers Verständnis des Evangeliums und wurde daraufhin entlassen. Wie es heißt hier, aber er wurde mir auch aus dem Grund zum Feind, weil ich gelehrt hatte, die guten Werke seien nichts wert, sondern allein der Glaube. Ganz, ganz wichtig. Also, wenn ihr jemals irgendwo hört, dass Luther hier dafür gesorgt hat, dass ein Jude da entlassen wurde, aber er wurde mir auch aus dem Grund zum Feind, weil ich gelehrt hatte, die guten Werke seien nichts wert, sondern allein der Glaube. Ein ganz großer Unterschied. Die Juden glauben ja dasselbe wie die Katholiken, dass Werke uns frei machen. Ja? Und das ist eben auch derselbe Grund wie den Bossenstein, der halt äußerlich ein Christ, aber innerlich ganz jüdisch war. Und hier bei dem nächsten, bei dem Adriani, haben wir denselben Fall. Er wurde mir auch aus dem Grund zum Feind, weil ich gelehrt hatte, die guten Werke seien nichts wert, sondern allein der Glaube. Martin Luther hat gelehrt, nicht unsere Werke machen uns gerecht,
sondern unsere Gerechtigkeit, die uns durch Jesus Christus eingegeben ist, die bringt uns zu guten Werken. Das ist die Lehre des Neuen Testaments. Das ist die Lehre von Jesus Christus, die Paulus in verschiedenen Briefen wiederholt hat. Denn durch Gnade seid ihr errettet und durch Glauben, dass nicht durch eure Werke, auf das niemand sich brüste oder rühme. Ja? Werke sind nichts. Glauben ohne Werke ist nichts wert. Werke ohne Glauben sind auch nichts wert. Aber durch den Glauben bringen die Werke zum Ausdruck, oder die Werke sind Ausdruck unseres Glaubens. Lass es mich so formulieren. Ja? Und natürlich hat Luther dann ein Problem mit dem Adriani hier, wenn der ein Problem damit hat oder ein Feind sogar von Luther wird, weil Luther lehrt, die guten Werke seien nichts, sondern allein der Glaube. Erst mit Matthäus Aurogallus, oder auch Goldhahn genannt, gelang eine dauerhafte Besetzung der Stelle. Er wirkte von 1521 bis 1543 an der Seite Luthers und wurde ihm bei der Übersetzung des Alten Testaments ein unverzichtbarer Ratgeber. Luthers Vorlesungstätigkeit, die alttestamentlichen Vorlesungen. Wir studieren hier wirklich Luthers Leben in einer Präzision, dass ich es wunderbar niedergeschrieben finde. Nochmal meinen Dank an den Autor, um das so wunderbar vorzubringen. Auch chronologisch und mit einem echt guten Verständnis und wie ihr zwischen den Klammern ja oftmals seht, immer eingegeben in Quellen. Ja? Also nichts von dem Autor selber, sondern überall die Quellen belegt. WA, das steht immer ja für die Werke von Luther. Ne? Die alttestamentlichen Vorlesungen. Seit Antritt der Professur der Lectura in Biblia im August 1513 gehörte zu Luthers wichtigsten Aufgaben die Durchführung von Vorlesungen. Mit einigen längeren Umständen, die Wartburg, wo er eben eine Zeit lang da verblieben war und sich verstecken musste vor den Häschern der Katholiken, oder Krankheiten geschuldeten Unterbrechungen, stand Luther regelmäßig bis November 1545 auf dem Katheder. Nun, gestorben ist Luther im März, meine ich, 1546. Also bis wenige Monate vor seinem Tod hat er regelmäßig dort seine Vorlesungen gehalten. Auffallend ist dabei, dass Luther zum einen ausschließlich Vorlesungen zu biblischen, exegetischen Themen hielt und zum anderen dabei das Alte Testament eindeutig bevorzugte. Dies mag im Übrigen auch damit zusammenhängen, dass er im Hinblick auf seinen Kollegen, den Gräzisten Philipp Melanchthon, seine eigenen hebräischen Sprachkenntnisse besser einschätzte als seine griechischen. Nur 4 der insgesamt 32 Jahre seiner Wirksamkeit waren neutestamentlichen Büchern gewidmet. Die längste Vorlesung erstreckte sich über 10 Jahre und behandelte das Buch Genesis, also das erste Buch Mose. Dass Luther seine Tätigkeit mit dem Psalter, also mit den Psalmen, begann, kann nicht überraschen, war ihm dieser doch vom klösterlichen Stundengebet her wohl vertraut und dass ihn, Zitat, infolge der Geladenheit mit geistlichem Affekt am unmittelbarsten ansprechende biblische Buch. Ende Zitat. Die Psalmen, ein sehr wunderbares Buch in unserer Bibel, das ich auch irgendwann mal vielleicht in Deutsch bringe. Mal schauen, was die Zukunft so bringt. Sensus literalis, der wörtliche Sinn. Schauen wir uns noch mal eben ein anderes Foto an. Das ist noch ein schönes. Bis hierher und nicht weiter. Die Anlage der ersten Vorlesungen folgte noch ganz der scholastischen Tradition. Luther glossierte zunächst den Text in kurzer Form zweifach. Zum einen diktierte er den Studenten einzelne Worterklärungen, die zwischen die Zeilen des Drucks geschrieben wurden, das nennt man Interlinearglossen. Zum anderen bot er ausführlichere Erklärungen, die auf dem Rand notiert wurden, das sind die Marginal- oder Randglossen. Zuletzt trug Luther zusammenhängende Erklärungen ausgewählter Stellen vor.
Diese Scholien wurden auf separate Bögen geschrieben. Bis zur Hebräerbriefvorlesung 1517/18 hatte Luther dieses Schema beibehalten. Dann ging er dazu über, die Texte kontinuierlich auszulegen. Auch im Blick auf die traditionelle Auslegungsmethode ergab sich bei Luther ein sukzessiver Wandel. Hatte er anfangs nach dem vertrauten Schema des vierfachen Schriftsinns zunächst nach dem buchstäblichen, also dem wörtlichen Sinn gefragt, dann den tropologischen, moralischen Sinn erhoben, der die Bedeutung eines Textes im Blick auf den Lebenswandel der Menschen erschließen sollte, schließlich den allegorischen, den auf die Kirche bezogenen Sinn herausgestellt und letztendlich den anagogischen Sinn betrachtet, der Aspekte hinsichtlich der endzeitlichen Bedeutung darlegen sollte. Also Bibelauslegung, Exegese, Epochen der Christlichen. So wurde seine Haltung zu diesem Zugang zu den biblischen Texten zunehmend kritisch. Zwar wurde ein Text auf diese Weise sehr intensiv ausgelegt, doch zugleich waren willkürlichen Interpretationen Tür und Tor geöffnet. Luther, der von Anfang an in seinen Auslegungen besonderen Wert auf den buchstäblichen und den moralischen Sinn legte und die beiden anderen zurücktreten ließ, erkannte auch infolge seiner Augustinenstudien, dass der biblische Text exklusiv durch den buchstäblichen Sinn erschlossen werden kann. Wichtig, ne? Martin Luther erkannte auch infolge seiner Augustinstudien, dass der biblische Text exklusiv durch den buchstäblichen Sinn erschlossen werden kann. Ab der Römerbriefvorlesung 1515/16 traten daher die anderen Deutungen zurück. Seine neue Vorgehensweise wird in der zweiten Psalmenvorlesung auf den Punkt gebracht. Zuerst wollen wir das Philologische betrachten. Dieses ist das wahrlich Theologische. Mit Exkurs die Auslegungen von Teilen des Alten Testaments werden wir nächstes Mal fortfahren. Ihr werdet euch vielleicht fragen von Jörg, wo willst du mit deiner Lesung eigentlich hin? Das werde ich euch eben nochmal zum Abschluss dieses ersten Teils beantworten. Ich möchte damit dahin weisen, dass euch Martin Luther ein wenig besser bekannt wird, dass wie er die Schrift interpretiert, ein wenig besser bekannt wird für euch, weil wenn wir verstehen, wie einer die Bibel versteht und wie einer die Bibel lehrt und wie einer die Bibel erklärt und wie einer die Bibel übersetzt, dann kann man auch erst mit seiner Bibelübersetzung oder mit seiner Lehre überhaupt etwas anfangen. Ich muss den Menschen ja kennen. Ich kann Martin Luther ja heute nicht mehr kennen, der ist ja schon 500 Jahre tot. Aber ich kann durch seine Werke versuchen, ihn kennenzulernen. Und ich kann durch diese Erklärung in diesem Brief, was der Professor hier schreibt, in diesem Dokument, was ich euch vorlese, aufgrund seiner Werke erkennen, wo Luther den Nachdruck draufgelegt hat, sein ganzes Leben lang. Wie er die Bibel verstanden hat, wie er das Hebräische verstanden hat, wie er das Griechische verstanden hat, wie er es übersetzt hat und wie er es dann gelehrt hat. Und wenn ich das verstehe, dann verstehe ich, dass er dieses Buch, das ihm unterstellt wird, so nicht geschrieben haben kann. Das ist eine, ich möchte mal sagen, Schlussfolgerung, die ich möchte, dass ihr da selbst zukommt, wenn wir das Papier von vorne bis hinten mit allem drum und dran gelesen haben. Ich habe ja heute nicht nur das Papier gelesen, auch in der Bibel, und das können wir ja auch weiterhin so tun. Mir hat es jedenfalls sehr am Herz gelegen. Ich wollte das gerne loswerden. Mein Dank nochmal an die wunderbaren Personen, die mir aus Frankfurt das nicht nur das Paket mit der Lutherbibel und dem Buch von Rosenius geschenkt haben, sondern auch die Papiere hier von der Eva Berndt, die mich dazu angesetzt haben, mich mit Luther und den Juden zu beschäftigen und weswegen wir dieses Video jetzt hier machen. Titel werde ich mir gleich noch ausdenken dafür. Und ich schätze, ich werde das jetzt kommenden Sabbat hochladen und dann eben mit der verborgenen Geschichte der Jesuiten
für ein Wochenende mal aussetzen oder halt mehr als ein Video pro Woche hochladen. Das muss ja auch ab und zu mal in Deutsch passieren, weil ich habe eine ganze Menge, was da kommt. Auf jeden Fall, ich hoffe, was ich hier heute produziert habe, hat euch gefallen. Ich höre gerne oder lese gerne eure Kommentare hierüber. Beleidigende Kommentare, sowohl meine Person als jede andere hier in diesem Video genannte Person, werden rigoros gelöscht und derjenige, der solche Kommentare verfasst, wird auf meinem Kanal gebannt. Ich habe keine Lust, mich mit solchen Dingen zu beschäftigen. Dieser Kanal ist für Leute, die wirklich die Wahrheit suchen. Und ich hoffe, dass ihr sie bei mir auch findet. Zumindest insoweit, dass ich sie von der Bibel her lehre. Weil ich habe die Wahrheit nicht gepachtet, das ist Gott. Die einzige Wahrheit, die finden wir immer noch in der Bibel. Ganz, ganz wichtig. Danke fürs Zuhören, danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Jörg meldet sich ab, wünscht euch noch einen schönen Tag, möge Gott euch behüten und beschützen. Bis zum nächsten Video. Tschüss. Hide their counsel from the Lord.